Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist ein Halloween-Special, weil Hannes ist am Start, Marie ist am Start. Guckt euch die Augen an. Seht ihr das? Ich sehe gar nichts, weil die Maske macht alles kaputt. Wir wollen wieder eine Maske kreieren. Eine Halloween-Maske. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht für euch. Dafür wollen wir die erste Maske lüften. Ja, mach mal los. Aber dein Gesicht sieht doch so toll aus, Hannes. Ja, ganz toll. Aber zieh mal es mal ab, denn guckt euch das an. Das ist Ramses und Hannes in der Halloween-Maske. Guckt euch das an. Wir haben ja. Nämlich, pass auf. In der Halloween-Mars haben wir dieses Budweiser. Wir müssen dieses Budweiser-Bier. Das müssen wir jetzt erstmal öffnen. Ich sehe einfach nichts. Aber ich nehme dieses Feuerzeug. Wir machen das Bier auf. Hannes, hier ist das Feuerzeug. Ach, das Feuerzeug ist weg. Wo ist eigentlich das Glas? Warte mal, genau. Mach du das Glas auf. Guck mal, hier sind noch so leuchtende Schnüre am Start, aber die können wir euch dann noch mal zeigen. Wir müssen erst mal sagen, Dankeschön an iScorpions für das Repräsenten der Bierkrüge. Denn der iScorpions, der hat uns wieder diese Bierkrüge gesponsert. Aus dem Biersteinkarton, das ist der Biersteinkarton. Diese Krüge hat er uns gesponsert. Yo! Mit Hannes, guck, mit diesem hier, mit dem Dreizack. Out of nowhere. Das ist das Generation. So am Start. So. Jetzt wissen wir aber unser, das ist eine Drei-Komponenten-Maß. Wir wollen eine Maß kreieren. Die Halloween-Maß. Wir machen heute die Bandmaß. Das heißt, wir füllen erstmal ein Bier ein in den Bierkrug. Das sieht ungefähr so aus. Das lässt laufen, jawohl. Oh. So. Nachdem der Hannes in den Bierkrug eingeflossen ist, müssen wir jetzt schon die Masken entlüften oder was? Wir werden erstmal das hier entlüften. Dann haben wir es ja falsch gemacht. Was ist denn das? Das sehe ich ja gar nicht. Ja. Haben wir den Namensgeber, denn genau. Der erste Komponente ist immer Bier, die zweite Komponente ist Bandwürmer. Na. Beziehungsweise haben wir jetzt super saure Bänder bekommen. Die hauen wir alle da rein. Super saure Bänder für die Bandmaß, die wir jetzt einfach hier reinschmeißen. Das ist hier, oh, das ist schon eins reingefallen. Meine sind drinnen, meine sprudeln schon. Deine sind drin, deine sprudeln, meine fliegen hier rein. Jawohl. Da kommt die ganze Schaumkrone hoch bis zum geht nicht mehr. Das ist die Bandmaß, aber wir haben noch ein Topping. Wir haben erst noch ein Topping. Dafür müssen wir jetzt das Gesicht lüften. Okay, wir lüften unser Gesicht. Ja. Jetzt sehe ich vielleicht auch mal was hier in dem Saftladen, wenn ich meine Brille irgendwo finde. Wir haben hier noch ein Topping. Neben dem Bier mit Band, was wir kreiert haben, da sind jetzt ganz viele saure Bänder drin, weil Halloween ist ja Süßes oder Saures. Da haben wir jetzt hier diese sauren Bänder reingelegt. Das ist richtig stark. Wir haben hier immer noch diese leuchtenden grünen Krenobbel. Würste. Würste. Die X-Generation X. Jawohl. Ist das trotzdem eine Drei-Komponenten-Maß? Und das heißt, das besteht aus Bier, Süßigkeit und Baba Yaga, weil Baba Yaga ist ein Kräuterlikör, ein Hexenlikör, ein Kräuterlikör mit 30% voll und der kommt jetzt noch in die Baba Yaga Maß rein, also in die saure Maß, schmeißt der Hannes da oben noch das Ding rein. Jawohl. Da freut er sich komplett. Das ist doch eklig. Das ist übrigens hier Dekoration, das haben wir extra gekauft, das sieht man das gar nicht. Das ist der Detlef.
Das ist Detlef von der Dekoration, der steht hier rum. Marie hat uns extra noch diesen Kürbis gesponsert, der hier ein bisschen rumleuchtet und so. Unser Pumpkin. Aber irgendwie geht das total unter. Ihr müsst die Halloween-Maß einfach im Dunkeln machen. Wir haben jetzt ein Bier, eine Baba Yaga und eine ganze Packung saure Bänder da drin, weil die waren so breit, dass sie so breit sind und Bänder. Das ist die Halloween-Spezialmaß. Die Bandmaß. Der Name war so genial. Ja. Man musste unbedingt eine Bandmaß erzeugen. Richtig. Weil wir nicht wussten, was. Wir wollten erst eine Bohnenmaß machen, so Halloween als Spessel. Mhm. Aber die Bohnenmaß machen wir extra, denn das ist die Bandmaß. Genau. Die kommt zu Halloween mit Bändern, die sauer sind, weil Halloween ist Süßes oder Saures. Prost, Hannes. Und Saures kriegen wir jetzt und Süßes kriegen wir danach. Probierst mal einen Schluck und guckst mal, wie es schmeckt. Oh. Oh. Sauer. Dieses Feedback kann ich nicht zurückgeben. Sauer. Hannes sagt sauer, ich sag, naja. Ich stelle mal das Handy wieder auf, guckt euch das an. Das ist ein leuchtender Wurm. Das ist Wurmi. Die X Generation X. Du machst doch Werbung für Twitter, oder? Komm, erzähl mir das Ding. Ja, immer. Da ist die Hexe, die zischt aus allen Löchern. Guck dir das an. Ich bin Ying, er ist Yang. Guck mal, Hannes. Da. Guck dir das an, wie der Wurm zusammenknillt. Oida. Heftig! Da ist schon wieder ein Stück Styropor abgefallen. Bei mir. Der Kreis der Unendlichkeit. Bei mir quillt hinten immer ein Stück raus, was mehr leuchtet als der Rest. Also, das ist die Bandmaß. Wir wollten erst so saure Würmer besorgen, die wir in das Glas reinfüllen, aber wir haben es jetzt gelassen. Ja. Jetzt fällt mir auf. Wir haben die Vampire gar nicht reingemacht mit Lakritz, mit Sauer. Ah ja, die kommen auch noch mit rein, natürlich. Nee, die heben wir uns jetzt auf für die Lakritzmaß am besten, weil da ist ja Lakritz drin. Ey, und wenn ihr aus der Bandmaß den Stab rauszieht, dann habt ihr immer noch die Stabmaß, also die Stabmaß. Ne? Wenn ihr die Stabmaß kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare, die kann man so oft knicken. Das ist, erbracht ist das hier. Guck da, am Ende machst du hier so einen Kreis und das ist dann immer noch die Band. Unendlichkeit. Die Bandmaß Deluxe die von die saure Kirsche, von der Ramses und dem ganzen Zeug. Die ganze jetzt in ein Glas reintun, guck, das sieht dann so aus. Ich stehe, die Unendlichkeit. Das ist dann hier die Bandmaß. Guck, das ist die Bandmaß. Versteht ihr, was die Bandmaß ist? Das ist die Bandmaß. Oder da sind so jetzt die ganzen Moors drin, aber das ist die Band Moors. Hannes, bei dir ist noch Styropor drumherum. Das saugt viel mehr auf, das ist die Wurst. Band Moors. Prost! Hannes hat sein Glas leer. Das war's. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut.